Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video. Und zwar haben wir heute den 20. Dezember und wir öffnen das 20. Türchen des Magitex-Kalenders. Aber als erstes möchte ich erstmal die neuen Abonnenten grüßen. Und zwar grüße ich den Geronimo Strimi und den Freedom Squad Paluten GLP Zomp. Ja, vielen Dank für euer Abo und viel Spaß auf meinem Kanal. Jo, dann würde ich mal sagen, wir öffnen jetzt Türchen Nummer 20. Das haben wir hier. Ich bin mal gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ah, okay. Wir haben einen Bundesliga-Moment. Und zwar Chinchi Kagawa von Dortmund. Mittelfeldspieler, hat einen Angriffswert von 80. Abwehrwert von 36, einen Marktwert von 7,5 Millionen und hat die Kartennummer 81. Und da hätten wir noch einen Bayern-Spieler und zwar Thiago. Mittelfeldspieler, einen Angriffswert von 82, einen Abwehrwert von 51 und einen Marktwert von 8 Millionen und hat die Kartennummer 251. Ja, die anderen Werte hier, Kopfball 83, Tackling 51, Pass 90, Entschuldigung, Technik 89, Speed 56 und Schuss 79, ja. Also die zwei, denke ich mal, sind am wertvollsten, also wenn man gegeneinander spielt. Aber man kann ja auch hier sehen, Kagawa hat hier zum Beispiel bei Kopfball 60 und hier hat Thiago 83. Da hättest du mit Thiago gewonnen. Jo. So, das waren dann die zwei Karten vom 20. Türchen. Jo. Da haben wir jetzt auch nur noch vier Türchen zu öffnen. Noch vier Türen und dann war es das mit dem Adventskalender-Video für dieses Jahr. Also mit zwei Kalendern ist das schon anstrengend, jeden Tag ein Video zu bringen. Aber es macht mir auf jeden Fall Spaß, für euch das zu machen. Jo, ich muss jetzt nur noch heute arbeiten und dann habe ich Urlaub bis zum 2. Januar. Ich denke mal, einige von euch müssen noch heute und vielleicht morgen noch in die Schule und dann habt ihr auch Ferien? Denke ich doch mal. So, dann sage ich mal noch, ihr braucht nicht immer neue zu abonnieren, um hier gegrüßt zu werden. Das bringt euch gar nichts. Dann schreibt lieber einen netten Kommentar in die Kommentare. Zum Beispiel, ja, bist mein bester YouTuber oder so, sowas. Grüßt mich bitte. Immer bitte, also höflich sein. Das war jetzt nur mal so als ja, als Vorschlag. Ja, dann sage ich mal, lasst mal ordentlich Däumchen nach oben für dieses Video und falls du noch kein Abonnent von mir bist und dir mein Kanal gefällt, würde ich mich über einen kostenlosen Abo von dir freuen. Und dann würde ich mal sagen, bis morgen und ciao.